Oh, Kylon, geiles Wetter heute zum Trainieren gewesen, oder? Richtig geiles Wetter, das Beste seit Wochen. Und weißt du, worauf ich spontan jetzt gerade Lust bekommen habe? Nee, eigentlich nicht. Pass auf, ich zeige es dir. Was? Oh nee! Oh. Jetzt eine Challenge? Wie spontan bist du überhaupt? Naja, ich habe heute einfach ein bisschen Bock drauf bekommen. Du nicht? Wenn ich jetzt sage, ich will nicht, sagst du einfach, ich habe schon längst angenommen, oder nicht hier? Stimmt, genau. Und ich dachte mir, dass wir heute einfach mal hier den Berg runterkullern. Wer am schnellsten unten ist, der hat gewonnen. Den Berg hier runterrollen? Ja, ist doch nichts dabei, oder? Diesen kleinen Berg hier runter. Oder willst du etwa kneifen? Ich würde gerne kneifen, aber dann würdest du mich wahrscheinlich hier den Berg runterschmeißen. Ja, und da es hier einen ziemlichen Abhang runtergeht, hier sollte mein Handicap wahrscheinlich sogar noch sein, dass ich ohne Hände das mache. Das ist sogar eine sehr gute Idee, Kylon. Nicht schlecht. Also machen wir das so. Auf geht's! Hä? Meinst du es jetzt ernst? Soll ich jetzt echt den Berg hier ohne Hände runterrollen? Was soll das für ein Mist? Oh Mann, warte! So, die verrückteste Challenge, glaube ich, die wir je gemacht haben. Ein bisschen habe ich selbst Schiss davor, hier runterzurollen, weil der Abhang ist ziemlich steil. Es sind viele Steine, Äste und sogar Bäume im Weg. Aber soll's, ich habe keiner herausgefordert und irgendwie habe ich Bock, so was Verrücktes zu machen. Also, ich bin bereit. Okay, 3, 2, oh mein Gott, 1. Das war anstrengend, das war mega steil, ich bin gerollt, gerutscht, alles mögliche. Ich habe mir sogar hinten an der Hose alles aufgeratscht, da klafft jetzt ein riesiges Loch, aber, meine Zeit bitte, ich habe eine 21,43 geschafft. Ich denke mal, die Zeit ist ganz gut und ich hoffe, dass Kylon es nicht schafft, schneller hier runter zu kullern als ich. Mann, sieht das schmerzhaft aus, ey. Oh. Ich hoffe, dass ich das besser hinkriege als er. Und das ohne Hände, ey. So ein Mist. Okay, ich werde aber schneller sein, da bin ich mir sicher. Okay, so, auf die Plätze, fertig und los! Ja, ihr habt richtig gesehen. 16,71. Der war ein paar Sekunden schneller als ich. Ich fass es nicht. Kann man nur so bescheuert einen Berg runterkullern? Also ich habe verloren. Aber ich muss trotzdem ein wenig lachen, weil das war wirklich so verrückt und bescheuert, Kylon. Hast du gut gemacht. Ja, danke. Also es war lustig. Oh Gott, mir tut alles weh. Ja, das kann ich mir denken. Mein Arsch brennt auch noch vom ganzen Rutschen dabei. Und meine Hose darf ich wegschmeißen. Na gut, halt einen Punkt für Kylon. Ja, danke. Punkt. Den habe ich mir aber auch verdient, ey. Tja, so sieht das Ganze aus, wenn Kylon und ich Mist bauen und eine total verrückte Challenge machen und du bist bescheuert. Ja. Ich muss wirklich sagen, du bist bescheuert. Aber der Sieger. Ja, leider der Sieger. Gut, ich hole mir den Punkt ein andermal, wenn ich nicht so einen Berg runterkullern und mir die Hose zerfetzen muss. Na gut, also Kylon ist wie gesagt der Gewinner der heutigen Challenge. Ich habe
Ich war nicht so ganz verrückt wie er. Und hier habt ihr jetzt übrigens den neuen Punktestand. Er hat sich den Punkt redlich verdient. Das habe ich für wahr. Ja, das war's auch schon wieder von Don's Challenges. Heute mal ganz, ganz spontan, ne? Ohne großen Aufwand, sonst was. Wir dachten uns, okay, wir haben das Team mit dabei. Wir haben einen coolen Berg, der hier vor uns ist. Wir waren ja eher am Trainieren und locker und aufgewärmt, ne? Und alles. Von daher hat es uns gepasst. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich verloren habe. Aber beim nächsten Mal schlage ich dich. Kannst vergessen, das Handicap wird so heftig für dich ausfallen. Vergiss es. Was soll's. Wir werden es sehen. Ich werde ihn schlagen. Also seid wieder mit dabei, wenn es heißt Don's Challenges, die wirklich verrücktesten Challenges der Welt. Wir sehen uns. Adios.